Die Streak, die 914-tägige Streak gegen den Titel von Charlotte. Und da weiß ich auch noch genau, wie das ausgegangen ist. Weil das lächerliche ist ja, nach diesem WrestleMania-Kampf von Asuka ging es für sie eigentlich, naja, ich soll mal sagen, erstmal hier komplett für nix einfach. Sie war einfach für, mein Gott, sie war halt einfach da und fertig. Nicht so bei NXT, sie war der Top-Superstar hier, der Top-Frauen-Superstar? Nö. Einfach, sie war da. Geil. Und jetzt mit Kairi Sane, Kabuki Warriors! Ist jetzt zwar Champion. Women's Tag Team Champion, okay. Und auch Heel, okay, wie auch bei NXT schon mal Heel war. Aber trotzdem, zu der, also von dem WrestleMania bis dorthin mit Kairi Sane war hier nicht wirklich viel zu sehen von Kairi, von Asuka, leider. Kann ich lieber sagen, leider, aber gut, ich finde es sowieso, dass Kairi, warum sage ich mal Kairi, dass Asuka irgendwie besser als Heel ist, ein bisschen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann mich auch täuschen. Aber okay. Aber ja, wie gesagt, hier weiß ich so gut wie wer hier gewinnt. Aber wenn man so denkt, ist es auch. Es ist ein Traummatch. Es war ein Traummatch. Auf jeden Fall. So, was will, was? Okay. Ja, wenn ich sie mal zur Ecke bringen könnte. Dann ist er das nächste. Mach! Boah, die Kraft schneller. Also. Liebe Asuka, du. Würdest du mal kurz in die Ecke gehen? Danke. So, und jetzt. Woo! Woo! Dankeschön. Aber der Watz. Der Ring ein STO aus dem Lauf gegen. Was? Im Ring ein STO aus dem Lauf. Ja, hat Charlotte ein STO aus dem Lauf gehört? Weil STO kenne ich von Charlotte nur in der Ecke. Also zuerst ein STO und dann ein Knieding. Ah ne, zuerst ein Knieding und dann ein STO, so rum. Aber mal schauen. Okay, dann weiß ich schon wie. Das wäre der DDT gewesen. Nope, sicher nicht. So weit kommt's noch. Oh. Guys, you mentioned the Undertaker streak ending in this very building, but I don't think that is a factor for Asuka. Also, normal. Hoch mit dir. Yeah, but you're standing across the ring from Charlotte Flair, und go. Who knows wrestling tradition like the back of her hand. She's hoping that tradition continues. Einfach aus dem Ring mit einem starken Schlag nach vorne aus dem Stand an. Okay. So habe ich gelbe Hände, also warum ist von mir meine Hände angeschlagen? Gelbe Hände. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe ein Signature, ich würde gerne mal ein Signature, glaube ich, machen. Wäre eine Idee, glaube ich. Big Boot! Ah, Signature Big Boot. So, und wieder eine schöne Vorbereitung für den Figure 8. Natürlich. Und hier kommt Charlotte.
Ab und zu habe ich mir umgestellt schon, dass es hier eine andere Steuerung ist. Ab und zu verwirrt mich auch noch ein bisschen. Aber es wird. Sie kann halt echt nicht. Geil. War immer nicht. Du wirst hier gar nichts mit Comeback machen, kann ich gleich sagen. Aber der Körper ist schon orange, das wäre auch geil. Diving Moonsault, warte mal, ist der maler Move oder? Stell dir was auf, drücke um einen. Okay, ja, das ist ein maler Move. Sie kickt ihn halt echt nicht! Sie kickt ihn nicht! Was soll ich schon sagen? Ich sag das, deswegen Traummatch. So, einer der gesunden ihre Beine in den roten Bereich. Da ich könnte halt auch Finish machen, aber ich habe nur einen, das ist mir noch zu schade. Deswegen mache ich einfach ganz lame. Ich mache es einfach ganz lame. Jetzt kann sie nicht mal 10.000 Mal runter. Also nicht sie, sondern allgemein. So, einmal das Signature machen. Ich mach. Was mach ich? Asuka will das spüren, was ich mache. Sie wird nicht spüren, weil sie es weiß. Verdammt nochmal. So. Hammer's? Nein. Aber jetzt. Alter, lügt doch nicht. Yo! Darauf habe ich gewartet. Oh, Signature. Heppa! So nicht. So. Das gibt's doch nicht. Och, Asuka, was? Verdammt, die weiß es halt wieder. Das gibt's doch gar nicht. Kratze endlich, Mann. Ist ja schlimm mit dir, Asuka. Jetzt kann das Ideen halt wieder, ey. Nimmst du? Aha. Charlotte makes her daddy proud every time she steps into the ring. Whoop. Jetzt aber. Oh mein Gott! Die will mich doch auf den Arm nehmen, oder? Bei jeder anderen Frau wären die Beine schon längst rot. War anscheinend nicht halt bei Asuka. Verdammt. Was? Ich kann noch unten. Boah. Vergiss es.
vergiss es. Was? Ich bin der Underdog. Schade, dass der Underdog hier in dem Match. Weil Asuka hat mir noch nie ein Match verloren. Auch geil. Alter! Jetzt reicht's aber bald. Charlotte has never lost a title at WrestleMania, and Asuka has never lost a match in WWE. Either way, we're going to see history tonight. And again, yet another counter. Ja, jetzt bitte. Den wollte ich gar nicht. Oh, foot just stomping down. Jetzt aber. Die Kommandoren hier rumlabern, ist aber auch sehr interessant. Also wirklich interessant. Für einen Alter, wie schnell war das jetzt? Ich habe auf jeden Fall den Finish gekonnt, so viel weiß ich. Mhm. So, lass mich raten. In der Ecke, passt. Looking stunned, looking rocked. Charlotte trying to figure out what she's got to do next here. The queen is looking for the home run. Looking for a way to end this now. Wait a second. Charlotte's on the top rope. What is Charlotte thinking? Woohoo! Alt. Oh my goodness! Alt. Everyone is on their feet in this building. Absolutely showing the respect for all the exertion these athletes. This is awesome. Ja, da kann man sagen, das ist awesome. Here's the pin, title on the line. Unbelievable. Oscar. Dafür hast du mir mit einem starken Schlag noch vor. Ja. Ich liebe dieses Match. Okay. Ich liebe dieses Match. So, Asuka, es tut mir leid, aber das war's. Ja, also es kann gut sein, dass Charlotte auch so eine kleine Streak so eine kleine Streak macht, so wie Undertaker. Somit, wie oft hat Charlotte jetzt schon gewonnen, so theoretisch? Hier im Showcase zweimal und in echt auch zweimal, dreimal, keine Ahnung. Hat sie schon mal bei WrestleMania verloren? Ich wüsste es nicht, oder war? Hat sie hier schon mal verloren bei WrestleMania? Ich weiß gar nicht mehr. Naja. Okay.
Weiter geht die Hütte. It's about the...